मसीह-ए-वक्त अब दुनिया में आया, खुदा ने अहद का दिन है दिखाया। दरसे महफूजा, वोर्टराग aus den Worten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Dars aus Malfuzat. Das sind die Aussagen des verheißenen Messias, salam, die dann auch verschriftlicht wurden. In diesen Aussagen spricht der verheißene Messias salam, über die Existenz Gottes und sagt, die Briten und andere westliche Nationen sind im Allgemeinen mit weltlichen Untersuchungen und Zielen beschäftigt. Zunächst beginnen sie ihre Arbeit auf der Grundlage einer vermeintlichen und angenommenen Hoffnung. Hunderte von Menschenleben werden dabei vergeudet. Und Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Rupien werden für diese Sache ausgegeben und vergeudet. Letztendlich finden sie aber doch die Wahrheit. Wie bedauerlich und überraschend ist es dann, dass man sagt, man könne Gott nicht finden. Wer hat sich jemals um diese Sache bemüht und gestritten und dann Gott nicht gefunden? Gott kann gefunden werden, und zwar sehr schnell. Aber wo sind die, die ihn suchen? Wenn jemand die Behauptung aufstellen würde, dass Gott nicht existiert, würde ich sagen, dass dies absolut absurd ist. Nichts könnte törichter und ignoranter sein, als die Existenz Gottes zu leugnen. Weltliche Gerichte fällen ein Urteil, selbst wenn es zwei Zeugen gibt. In der Tat genügen den Gerichten einige wenige Zeugen, um ein Urteil gegen etwas so Wertvolles wie das Leben selbst zu fällen. Und Menschen werden gehängt. Und das, obwohl die Gefahr von Fälschungen und Verschwörungen in Bezug auf Zeugen nicht nur eine imaginäre Gefahr ist, sondern es gibt auch tatsächliche Fälle davon. Doch wenn es um Gott geht, wird das Zeugnis von Tausenden, ja Hunderttausenden von Menschen, die in ihrer eigenen Nation und in ihrem eigenen Land kategorisch als rechtschaffen und charakterlich einwandfrei anerkannt sind, als unzureichend angesehen. Was könnte törichter und verbohrter sein? Hunderttausende aus den Reihen der Heiligen haben durch ihr praktisches Beispiel und ihr schriftliches Zeugnis mit dem Blut ihres Herzens bewiesen, dass Gott ganz sicher existiert. Nach all dem ist jeder, der immer noch leugnet, töricht. Solche Menschen sind in der Tat seltsam. Jeder, der sich zu einer bestimmten Sache äußert, muss das Thema, über das er spricht, kennen. Eine Person, die in dem betreffenden Thema nicht gebildet ist, hat auch nicht das Recht, eine Meinung zu diesem Thema zu vertreten. Und wenn sie es täte, würden die Menschen sie dann nicht als äußerst töricht und unklug betrachten? Natürlich würden sie das. Tatsächlich würden andere Intellektuelle auf diesem Gebiet sie beschämen, indem sie sagen, du törichter Mensch, wenn du kein Wissen auf diesem Gebiet hast, wie kannst du dann eine Meinung zu diesem Thema äußern? Ähnlich ist es mit denen, die sagen, dass Gott nicht existiert. Welches Recht haben sie, sich zu diesem Thema zu äußern, wenn sie kein Wissen über göttliche Dinge haben und sich nie auf diesem Gebiet bemüht haben? In der Tat hätten sie nur dann das Recht, diese Behauptung aufzustellen, wenn sie sich zuvor positiv bemüht hätten, die Wahrheit zu suchen und Gott nach der von Gottes fürchtigen Gelehrten Methode zu finden. Wenn es ihnen danach nicht gelungen wäre, Gott zu finden, hätten sie das Recht zu sagen, dass Gott nicht existiert. Aber wenn diese Menschen keine Anstrengungen und keinen Kampf auf diesem Weg unternommen haben, haben sie nicht das Recht, die Existenz Gottes zu leugnen. Kurz gesagt, Gott existiert. Und je mehr man in seinem Glauben an ihn wächst, desto mehr Kraft erhält man und desto mehr ist man in der Lage, dieses unermesslich verborgene Wesen zu sehen, bis man schließlich in der Lage ist, ihn offen und offensichtlich zu sehen. Dann wächst diese Kraft von Tag zu Tag. Es ist genau dieses Ziel, das die Welt anstreben sollte. Aber in der heutigen Welt sind diese Kräfte schwach geworden. Liebe Zuschauer, der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat die typische wissenschaftliche Methode hier erwähnt, dass wir wissen, das wissenschaftliche Prinzip, dass es eine These gibt, ein Experiment gibt und letztendlich auch ein Ergebnis gibt. Und wie ist es möglich, dass man ohne eine Methode anzuwenden, um Gottes Existenz zu beweisen,
einfach die Meinung vertritt, dass Gott nicht existiert. Und der verheißene Messias, Al-Islam, hat gesagt, dass die Methode, die von aufrichtigen Menschen, gottesfürchtigen Menschen gelehrt wurde, dass diese Methode angeeignet werden muss, um überhaupt eine Meinung vertreten zu können, ob Gott existiert oder nicht existiert. Und der verheißene Messias, Al-Islam, der selbst Gott erfahren hat, hat mit voller Gewissheit auch gesagt, dass Gott tatsächlich existiert. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir selbst die Existenz Gottes erfahren und auch andere Menschen zu Gott führen. Jazakumullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.